Im Schnitt. Blende mal den Leon Entwässerung aus. Entwässerung außen. Beziehungsweise Leitungsführung. Im Schnitt können wir ebenso noch Maße ergänzen, zusätzlich zu den automatisch erzeugten Maßen. Wenn Sie zum Beispiel die Draufhöhe vermaßen wollen, den Schnittpunkt von der Oberkante der Dachhaut zur Außenkante bis zum Gelände, dann nehmen wir die Funktion vertikale Maßkette und arbeiten hier für diesen Punkt mit der Funktion Schnittpunkt zweier Linien. Also Schnittpunkt zweier Linien. Aber vorher, wie gesagt, wählen wir aus, was wir an diesem Schnittpunkt tun möchten. In dem Fall mit besagter Maßkette beginnen. Dann klicken wir die Außenwand Außenkante an, die Oberkante der Dachhaut und können dort mit unserer Vermaßungsfunktion beginnen, können den Wert hier entsprechend anpassen. Rechte Maustaste nach links ziehen, linke Maustaste. Beachten Sie bitte, dass wenn Sie im Nachhinein noch die Dachneigung ändern oder den Kniestock, dass sich diese individuellen Maße, die Sie hier unten auswählen, nicht automatisch in der Planungsänderung anpassen. Während die automatischen Vermaßungen, die passen sich natürlich einer Planungsänderung an. Also wenn wir im Nachhinein den Kniestock erhöhen von dem Dach, wir gehen in den Schnitt. Dann passen sich natürlich die automatischen Maßketten an, aber diese Maßkette stimmt nicht mehr. Wie kann man das überprüfen? Man könnte eine Linie setzen von der Maßkette mit der Alt-GR-Taste. Und dann sehen wir schon, dass das also nicht mehr stimmt. Welche Möglichkeiten gäbe es jetzt, diese Maßkette anzupassen? Entweder ich lösche die Maßkette und setze sie einfach neu. Oder ich arbeite mit der Zeichenfunktion Linien und Schnittpunkt zweier Linien. Klicke die Außenwand Außenkante an, die Oberkante der Dachhaut. Halte die Alt-GR-Taste gedrückt. Setze eine kleine Hilfslinie und dann arbeite ich einfach mit der Funktion Zeichenelement markieren und Maßkette bearbeiten. Nehme das Ende dieser Hilfslinie und habe die Maßkette entsprechend bearbeitet. Alternativ hätte man sie natürlich genauso schnell gelöscht und neu gesetzt. Ja, das mal ein paar Möglichkeiten der Bemaßung. Vielleicht auch noch mal im Schnitt, wenn Sie die Dachneigung vielleicht vermaßen wollen, hier einfach das geschlossene Winkelmaß nehmen, den Mittelpunkt anklicken, die Ecke und dann mit der Alt-GR-Taste Maus horizontal bewegen, entsprechend die Dachneigung ausweisen. Beachten Sie, dass Sie hier möglichst auch vielleicht im Uhrzeigersinn arbeiten. Wenn Sie das entgegen dem Uhrzeigersinn machen, würde hier 320 Grad vermaßt werden.